Du hast nur eine Wirkung, wenn du redest nach deiner eigenen Persönlichkeit und wenn du dich nicht verstellst. Du musst so sein, wie du bist. Ja, und das muss halt einfach rauskommen, weil, Bruder, deswegen verlieren so viele Leute, die vielleicht Wissen haben, verlieren ihre Wirkung. Weil sie versuchen, Abstriche hier zu machen, Abstriche da zu machen, Abstriche da zu machen. Es ist total verkehrt. Man muss, jeder, der etwas erreicht, muss wie eine Brechstange sein, Ach, der muss da durchgehen, glaub es mir. Und das ist leider etwas, was viele Leute auch in der Sunna verpasst haben und vergessen haben. Wenn du dir das Leben vom Propheten anguckst, ja, wenn du dir das Leben anguckst, die Leute reden immer nur über die Freundlichkeit, aber die vergessen eine der wichtigsten Eigenschaften eines Daya, das ist die Entschlossenheit. Guck dir mal die Entschlossenheit vom Propheten a.s. an. Achi, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Achi, der ist bereit. Egal. Und du siehst keine einzige, Bruder, heutzutage ist es immer so, also du siehst kein einziges Mal, dass der etwas wegnimmt von seiner Botschaft. Guck mal, wie oft sie ihm angeboten haben. Guck mal, mach doch erstmal so und erstmal so. Guck mal. Wann wurde das herabgesandt? Als sie versucht haben, Kompromisse mit ihm zu schließen. Ja, was hat er gesagt? Nee, er hat das nicht angenommen. Dann, was ist passiert? Abu Talib ist zu ihm gekommen. Hat gesagt, hör doch auf das, was sie dir angeboten haben. Was sagt er? Selbst wenn sie mir die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand geben, ja, werde ich diese Botschaft nicht verlassen, bis ich mit ihr kaputt gehe, sinngemäß. Ja? Bis ich mit ihr vernichtet werde, sozusagen. Dann guck mal, als die Mekkaner zu ihm gekommen sind, haben ihm ein Angebot gemacht. Wenn es das, was du willst, Geld ist oder Macht ist oder was auch immer, wenn du Frauen haben willst, wir geben dir die meisten Frauen. Wenn du Macht haben willst, wir geben dir Macht. Heutzutage, die Leute hier in Deutschland mit ihren Gedanken, die würden denken, ja, warte mal, ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir erstmal ein bisschen langsam, reden wir erstmal nicht über diese Sache, kriegen wir diese Macht und dann können wir ja danach können wir ja dann die Botschaft bringen. Aber Achi, was ist das Ziel der Dawa? Das Ziel der Dawa ist, die Botschaft zu bringen. Das Ziel der Dawa ist gar nicht, die Macht zu gewinnen. Verstehst du, ist das, was viele verstehen? Bruder, es ist nicht das Ziel, die Macht zu gewinnen. Das Ziel ist, die Botschaft zu bringen. Nichts anderes. Und wenn du damit untergehst, bist du untergegangen. Aber wenn du die Macht, wenn du die Botschaft bringst, dann wirst du Erfolg haben. Aber wenn du die Macht haben willst, wirst du auf die Schnauze fallen. Das ist das Problem. Und das ist bei allen passiert, die das haben wollen. Und glaub es mir, du siehst das heute immer, Bruder, immer, immer. Es kommt immer mit, ja, nee, Hekma. Das ist immer die Ausrede. Weil natürlich, die Leute werden nicht sagen, wir sind zu ängstlich dafür, wir haben zu viel Angst, die Wahrheit zu sagen. Oder, ja, nee, das ist falsch. Können sie ja nicht sagen. Also, sie müssen das ja irgendwie begründen. Also, wie begründen sie das? Sie begründen, dass sie also von dem Islam Sachen wegnehmen, indem sie sagen, ja, du hast schon recht, aber das ist Hikma. Ich sage dir, Bruder, die größte Hikma ist es, die Wahrheit zu sagen. Weil derjenige, der die Wahrheit sagt, wird von Allah unterstützt. Das ist es. Und das ist das, was man falsch versteht. Guck mal, der Prophet, a.s., seine Hikma in der Dawa, wie war die gewesen? Hat er jemals etwas verschwiegen? Nein. Der hat die Wahrheit gesagt. Der hat nicht gesagt, ja, Juden, Christen, alles wunderbar, Friede, Freude, Eierkuchen. Hat er nie gesagt. Sondern die Hikma war, wie man es gesagt hat. Ja, dass man gezeigt, und was ist das damit gemeint? Dass die Menschen spüren, du willst das Beste für sie. Das ist das. Dass die Menschen spüren, dass du das Beste für sie willst. Ist genau wie mit dem Postboten. Ein Postbote, ja, der kann dir die Tür eintreten und mit dem Hammer die Tür einschlagen, das Paket ins Gesicht reinwerfen. Oder er klingelt an der Tür ganz höflich und sagt, ja, schönen guten Tag, hier ist mein Paket. So, an dem Paket darf der nichts ändern. Die Frage ist, wie er das Paket rüberbringt. Wir können an dem Paket nichts ändern. So, und dann ist eine andere Sache dort ganz wichtig. Die andere Sache ist, was viele Leute nicht verstehen, wir müssen gucken, wo wird der Islam angegriffen? Wo wird der Islam am meisten angegriffen? Was ist heutzutage, was ist in der heutigen Zeit, jetzt hier in Deutschland, das, wo der Islam am meisten angegriffen wird? Mit welcher Sache? Was ist deine Meinung? Frauenrechte.
Zum Beispiel, ja. Das ist ein Teil, aber das meine ich nicht. Ich meine, okay, Frauenrechte. Das ist schon mal ein guter Punkt. Aber was meinen Sie mit Frauenrechten? Was sagen die jetzt? Was ist jetzt die Lösung für die? Was ist die Lösung? Kopftuch weg. Ja, ist klar. Aber guck mal, die können ja jetzt schlecht sagen, ja, Kopftuch weg, wenn es im Koran steht. Also was ist ihr Ziel, das Kopftuch wegzumachen? Was ist das Ziel, diese Sachen, die ihnen nicht in den Kopf passen, zu verändern? Wie wollen sie das schaffen? Wie wollen sie das machen? Guck mal, das ist gut, dass ich das jetzt frage. Guck mal, Leute, ich will auch gar keinen beleidigen oder sowas. Aber da, wisst ihr das, warum ich das auch erwähne ist? Versteht ihr? Es ist, also ich mache euch jetzt keinen Vorwurf. Nur die meisten, die ich jetzt fragen würde, glaub es mir, würden genauso keine Antwort haben wie ihr. Wenn ich die fragen würde, okay, es geht um Rechte der Frau. Was ist jetzt die Lösung dafür? Was ist jetzt die Lösung, das zu verändern? Das heißt, dass man sagt, ja, okay, dass man kein Kopftuch mehr trägt, dass der Muslim das genauso versteht wie der Nicht-Muslim in Deutschland. So, was ist ihr Ziel? Wie wollen sie das erreichen? So, die können ja schlecht sagen, ihr dürft den Islam nicht mehr praktizieren. So. Sondern was die versuchen, so, und deswegen, warum sage ich das? Die meisten, die ich jetzt fragen würde, wie wollen die das erreichen? Der kann dir nichts, der kann dir entweder nichts sagen, oder der kann dir nicht die richtige Antwort bringen. Ist auch keine Schande, ist gar kein Problem. Aber die Schande ist, wenn jeder dazwischen labern will und nicht vorne an der Front steht und versucht, unsere Arbeit zu stoppen. Versteh, obwohl er keinen Plan hat. Weißt du, mir kommt das mit der Dauer so ein bisschen so vor wie Fußballnationalmannschaft. Wie bei der Fußballnationalmannschaft. Fußballnationalmannschaft, jeder Alkoholiker will mitlabern, der auch keinen Plan hat. Hey, ne, der Jogi Löw, ey, Luren, seit ja keine Ahnung, ey. Hey, wer ist denn da? Ist wieder am Spiel, jetzt hat der Ballack da Russchen nochmal. Hey, wir wollen ja jetzt noch gewinnen, hey, der Titel. Verstehst du, Achi? Überall, wo du in die Kneipe reingehst, jeder will seinen Senf dazugeben. Der hat aber gar keine Ahnung. Der Trainer Jogi Löw, der weiß, diese Person ist eventuell krank, diese Person passt besser mit dieser. Ich meine, der hat Fußball studiert. Du bist irgendein Alkoholiker, der irgendwo in der Kneipe sitzt und bist am Diskutieren und bist am, oh, der macht das alles falsch, der hat ja keine Ahnung. Du siehst ja, das ist in Deutschland immer genau dasselbe. Ja? Damals, Franz Beckenbauer, 1988 bei der Fußball-Europameisterschaft, hat er abgelost. Ja? So. Da waren sie alle dran, ach, der Beckenbauer, das war ein Jude-Spieler, aber jetzt hätte er ja keine Ahnung, hey, von dem Trainer. Verstehst du? Soll ich es übersetzen auf Deutsch? Der Beckenbauer hat gar keine Ahnung, der war ein guter Spieler, aber vom Trainer hat er, der ist kein Trainer. Ne? So, dann 1990 ist er Fußballweltmeister geworden. Oh, der Beckenbauer, der erste Trainer, der auch als Spieler schon Weltmeister geworden ist. Und so, weißt du, dann sind sie so am Quatschen. Das ist immer dasselbe. Ja, genau so. Hoho, hast du das gesehen, du? Der Breme, wie der dem Joiko Tscheer, das leider hat. Verstehst du? So. Und bei der Dauer, ach, ist das genau dasselbe. Nur bei der Dauer ist ein großer Unterschied. Der Typ in der Kneipe, der irgendeinen Schrott labert über die Fußballnationalmannschaft, der behindert die Fußballnationalmannschaft damit nicht bei ihrer Arbeit. Verstehst du? Nur bei uns die Leute, die keinen Plan haben, die nicht vorne sind, die gar nicht wissen, was wir für Pläne im Kopf haben, was wir für eine Taktik haben, die sind alle als, nee, 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 das ist nicht Jude, das sollte man nicht so machen. Nee. Verstehst du? Und versuchen die Leute wegzubringen von dem, wozu wir die aufrufen. Wir sagen denen zum Beispiel, komm zu der Kundgebung, wir haben schon unseren Plan dabei. Da sagen die, nee, nee, lieber nicht, das ist nicht gut. Verstehst du? Die wissen aber gar nicht das, was wir wissen. So, jetzt bist du dazu gezwungen, die Taktik, die du hast, ne, zu veröffentlichen, damit auch der Feind weiß, was du vorhast und was du dir am Denken bist. Und bei der Fußballnationalmannschaft alles kein Problem. Verstehst du, der muss jetzt nicht dem Typen in der Kneipe die Taktik erzählen, die er beispielsweise im Spiel gegen Argentinien hat. Weißt du, wir haben eine bestimmte Taktik, wir haben ein bestimmtes Ziel. Glaub es mir, Bruder, ich habe letztens gehört, letztens erzählt einer, ach, und der hat sogar einigermaßen Wissen vom Islam. Aber ach, ich muss leider auch sagen, Leute, die die Lage in Deutschland überhaupt nicht kennen, die weder auf der Straße rumgelaufen sind, die ganzen Gangs kennen, die ganzen Gangster kennen, diese ganze Umgebung kennen,
noch wirklich Verständnis haben von dem, was wir machen, sagt, ja, mit den Kundgebungen, das bringt nichts. Die Kundgebung bringt nichts. Ach, über die letzten drei Kundgebungen haben 30 Mann den Islam angenommen. Erzähl uns doch mal, warum wir Kundgebungen machen. Ach, glaub mir, die Antwort wird er dir nicht geben können. Die Antwort wird er dir nicht geben können. Ach, erstmal, wie kam es zur ersten Kundgebung überhaupt? Wie kam es dazu? Weiß einer hier, wie es zur ersten Kundgebung gekommen ist? Marwan Shabini, ne? Nee. Nee. Guck mal, deswegen, das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt. Guck mal, die meisten Leute, die du jetzt fragst, ja, was war die erste Kundgebung, wie kam es dazu, können dir keine Antwort dazu geben. Die kommen damit, ja, zu laut, dies, das. Erstmal, Bruder, der Islam, der wurde schon bekämpft. Bruder, wir sind schon ausgeladen worden 2007. 2007 sind die schon in Hessen von Moschee zu Moschee gelatscht und haben dafür gesorgt, dass wir nicht mehr eingeladen werden. Und haben die Moscheen eingeschüchtert. Ne? Habt ihr das Video gesehen mit diesem Philippinen, der 2006 zum Islam gekommen ist? Das erste Mal mit dem Allahu Akbar, der das Kreuz hier tätowiert hatte. Ach so, ja. Ach, die Moschee, die haben nachher dem Ibrahim Abu Naji, ne, haben die vom Rechtsanwalt gedroht, er soll das Video rausnehmen, was bei ihnen in der Moschee gedreht wurde. Kannst du dir das vorstellen? Ach, so haben die Leute eingeschüchtert. Versteht ihr? Und das ist das, was die gar nicht wissen. So, die erste Kundgebung war gewesen im Jahre 2009, im April. Wie kam das dazu? Das kam dazu, weil wir einen Vortrag hatten in einer alten Disco. So, und dann wurde Druck ausgeübt von den Islamfeinden. Das heißt, die Leute, die sich im Internet organisieren, ja, mit beispielsweise mit Karikaturen vom Propheten veröffentlichen, die sagen, der Prophet war pädophil. Ja, diese Leute, die organisieren sich gegen uns, die Ober-Islamfeinde, die seit 2004 eine Internetseite in Deutschland haben, die eine der bestbesuchten Internetseiten ist. So, denn wurde so, was wollen die? Die wollen nicht, dass wir die Botschaft rüberbringen können. So, was haben wir darauf gemacht? Wir haben daraufhin den Vortrag einfach open air gemacht. Pop. So. Damit die wissen, wenn ihr uns eine Halle absagt oder eine Moschee absagt und versucht, unsere Dauer zu stoppen, ziehen wir das Ding auf der Straße durch. Da erreichen wir noch mehr Leute. Was meinst du, was die sich selber vor Wut. Verstehst du? Ich will es nicht aussprechen. Wenn die wissen, wenn die sehen, die haben uns was abgesagt, danach machen wir die. 2008 schon. Bruder, 2007 schon sind uns Vorträge abgesagt worden, weil Druck ausgeübt wurde. Verstehst du? Die Leute wissen gar nicht, was los ist und geben irgendein Statement ab. Ja, Frauen. Ach, wo lebst du? Lebst du in Saudi-Arabien? Bruder, wir sind nicht bei einem strukturierten Unterricht in der Halle. Hier leben wir in Deutsch, in einer Moschee. In Saudi-Arabien, wo du eine Möglichkeit hast, Bruder, wir leben hier in Deutschland. Und wenn wir keine Möglichkeit haben, die Botschaft rüberzubringen, müssen wir sie so rüberbringen. Der Prophet, a.s.w., was war sein erster öffentlicher Aufruf gewesen? Dein erster öffentlicher Aufruf, wo war der gewesen? Genau, Jebel Safa. So, was hat er gemacht? Der ist auf Jabal Safa gegangen, hat die Leute gerufen. Die sollen zu ihm kommen. So. 500 Meter weiter, 50 Meter weiter und sogar da, wo der steht, sind die Leute splitternackt Tawaf am machen, Bruder. Splitternackt Tawaf. Bruder, da, wo der Prophet a.s. zum Dawa macht. Ach, jetzt sagst du mir, ey, du darfst keine Dauer machen, weil die Frauen zu freizügig gekleidet sind. Verstehst du, Achi, wo lebst du, Bruder? Wir leben nicht in Saudi-Arabien. Natürlich, wenn wir in Saudi-Arabien, wenn wir eine Schule haben, wir können das nach Geschlechtern trennen oder nicht, ist was anderes. Bruder, die Frauen, die dorthin kommen, da sind vielleicht manche bei, die mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben. Da sind Frauen bei, die vielleicht gerade den Islam angenommen haben, aber vielleicht aus Pakistan, Afghanistan oder was weiß ich kommen, die gar keine Ahnung haben.
Bruder, wir müssen hier unsere Lage verstehen. Und wer das erzählt, kennt die Lage hier gar nicht. Bruder, die Bordells sind voll mit türkischen, marokkanischen, arabischen, albanischen Schwestern, die dort jeden Tag 10 Männer befriedigen, Achi. Und du erzählst mir hier was von Geschlechtertrennung. Und vor allen Dingen werden die Geschlechter sowieso noch getrennt. So, wie sollen wir die Leute erreichen? Wenn auf der einen Seite wir den Feind haben, Medien, Zeitung, Bücher, Institutionen, ja, die Millionen erreichen, wenn wir im kleinen Raum, in der kleinen Halle, mit 10 Mann Dauer machen sollen. Bruder, wer das erzählt hat, die Lage hier in Deutschland einfach nicht kapiert. Das ist einfach der Punkt. So. Und die Regel ist ganz einfach. Wer dorthin kommt, ja, und ihm geht einer ab, weil er dann eine Frau sieht, die vielleicht eine Jeans anhat, dann soll er wieder nach Hause gehen. Aber ich würde ihm auch wirklich den Ratschlag geben, sich ein Zelt zu kaufen und in den Schwarzwald zu ziehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie der hier in Deutschland leben kann. Wie willst du in Deutschland leben? Ist ja nicht so, als wenn wir die Leute von der heilen Welt in die Fitna geholt hätten. Wir haben die von der Fitna, haben wir die in eine Umgebung geholt, wo weniger Fitna ist. Ja, die Frauen haben geschrien. Ach, die Frauen haben geschrien. Alhamdulillah. Die Frauen haben geschrien. Ja, okay. Dann kritisier, dass die Frauen geschrien haben. Ach, meinst du hier in Deutschland ein Jugendlicher, weil deine Frau Allahu Akbar geschrien hat, sagt er, boah, ich habe jetzt so eine Fitna bekommen, ich muss jetzt erstmal ins Bordell gehen oder was? Ach, der wird den ganzen Tag bombardiert. Der wird den ganzen Tag bombardiert von der Fitna. Egal, wo du hingehst, sieht der Fitna. Achi, dann wird gesagt, ja, die Frau, das sind Frauen ohne Niqab, das ist Fitna. In Deutschland ist das die Fitna? Achi, in Deutschland, egal wo du hingehst, Achi, du brauchst nur in den Supermarkt reinzugehen, glaub es mir, du kannst dich nicht wehren. Ich will gar nicht wissen, was deine Blicke heute alles gesehen haben. Wie willst du das machen? Von daher, Bruder, diese Sache, Achi, die sind so am Dings, so an der Realität vorbei. Dann erzählen mir Leute, ja, was sagen die Gelehrten dazu? Ja, Bruder, was sollen die Gelehrten dazu sagen? Was sollen die Gelehrten dazu sagen, wenn du sagst, ich rufe Leute auf, dass ich denen was vom Islam erzählen kann, öffentlich? Was soll daran überhaupt verboten sein? Versteht ihr, das ist einfach der größte Schwachsinn. Wir haben mit Sheikh Abu Saq al-Hawini habe ich beispielsweise über die Sache geredet. Ich habe jetzt im Fernsehen über die Sache dort geredet. Ich habe da mit verschiedenen Shiuch beispielsweise in Ägypten geredet. Ach, die das ganz klar kapieren. Natürlich, du lebst hier in Deutschland, du rufst Leute öffentlich auf, zu einem Vortrag zu kommen, vor allen Dingen, weil du gar keine andere Chance hast, irgendwo was zu machen. Aber Problem ist, Leute, hier in Deutschland will jeder seinen Senf dazugeben. Ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist nicht jedermanns Sache. Ja? Ist nicht jedermanns Sache. Ja? Nicht jeder ist jemand, der in der Öffentlichkeit vor so vielen Leuten reden kann und sowas. Manche sind halt mehr in der Moschee. Die sollen ihre Sache machen. Aber die sollen uns unsere Sache nicht kaputt reden. Wir reden denen auch nicht ihre Sache kaputt. Ja? Dawa ist nicht nur, das ist das Problem. Und das ist dieses kranke Verständnis, was es in der Umma heutzutage gibt. Dass die Dawa darauf beschränkt ist, Kitab Tawhid in der Moschee zu unterrichten. Das ist nicht die Dawa, das heißt im Sinne von die einzige Dawa. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Dawa. Aber wir leben hier in einem Land, wo wir erstmal die Leute anziehen müssen, wo wir erstmal die Leute rufen müssen. Ihr wisst es doch selber, ihr seid alle hier aufgewachsen. Ihr seid alle hier aufgewachsen, ihr seht doch diese Katastrophe, die es hier gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Sachen richtig praktiziert. Und ich wollte an dieser Stelle auch noch sagen, für die Brüder, die das später sehen. Bruder, es gibt eine sehr wichtige Sache. Ihr müsst eure Wohnungen in euren Städten, müsst ihr zu Dawa-Zentren machen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir müssen kapieren, wir werden hier bekämpft. Ja? Und es geht darum, dass man davon ausgeht, dass in 50 Jahren, und glaub es mir, also nicht, dass ihr, das Problem ist, Bruder, viele Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, die unterschätzen die Europäer, die unterschätzen die Deutschen, die kennen die Geschichte hier nicht, die unterschätzen die gewaltig. Ach, das sind Leute, die richtig
langfristig denken. Und die sind voll bereit, mit allen Mitteln, ja, ihre Gedankenvorstellungen zu bewahren und zu verteidigen. Die sind davon ausgegangen, die Muslime kommen nach Deutschland und nach 10, 20 Jahren sehen die alle und nach ein paar Jahren sehen die, auch wie toll das alles ist, die Demokratie, und die verlassen den Islam komplett. Die haben genau dasselbe Verständnis wie vom Islam, wie der Durchschnittschrist vom Christentum hat. Ja. So, das hat auch am Anfang lief das ganz gut und auf einmal ging der Schuss nach hinten los. Auf einmal tragen mehr Frauen Kopftuch als früher und so weiter und so fort. Und so viele kehren zurück zur Religion, weil die Islam unterschätzt haben. Die haben den Islam unterschätzt. Nun, jetzt sagen die, in 50 Jahren oder in 40 Jahren haben die Muslime ja einen Anteil, dass die Stärke haben. Also müssen wir jetzt mit aller Kraft versuchen, das zu stoppen. Wir müssen das zu stoppen, weil wir haben nichts gegen Muslime. Wir haben auch nichts gegen Muslime. Wir haben nichts gegen Muslime, die den Islam so verstehen wie sie. Aber die haben einen Gott. Und dieser Gott ist für sie säkulare Demokratie. Und die dulden nichts. Die dulden nichts, was ein anderes Verständnis hat. Was versteht, dass der allmächtige Gott das Recht hat, dir zu sagen, was halal und haram ist und was richtig und was falsch ist. Sondern das Verständnis von säkularer Demokratie ist, dass der Mensch selber für sich entscheiden kann. Der Mensch ist praktisch schon vergöttert worden. Dass der Mensch selber entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Er kann das selber entscheiden, er hat selber die Fähigkeiten dazu, alles zu sehen, was richtig und falsch ist. Wir sagen erstmal als Muslime, diese Aussage ist nicht ganz falsch. Aber der Verstand muss richtig eingesetzt werden. Das ist der Punkt. Und es kann niemals sein, dass der logische Menschenverstand dem authentischen, der authentischen Überlieferung im Koran und der Sunna widerspricht. Und deswegen sagt der Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Mensch, kullu dalalatin, ja, das heißt, die Ursprung von jedem Irrgehen ist Taqdimul Aql al-Naql, das heißt, dass den Verstand über den Naql, was ist Naql, Koran und Sunna zu setzen, wa Taqdimul Rai al-Wahi, und die Meinung über die Offenbarung zu setzen, wa taqdimul hawa al-huda, und die Gelüste über die Rechtleitung zu bevorzugen. Und das ist der Punkt, das heißt, wir müssen einfach wissen, dass es hier eng wird. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie will man das erreichen? Wie will man das erreichen? So, dass das in 50 Jahren die Muslime nicht so viel Kraft haben, so. Der erste Schritt, den man jetzt vorhat, ist ganz klar. Der erste Schritt ist, man versucht erstmal, den Frauen einzureden, dass sie ja unterdrückt sind und dass es primitiv ist, Mutter zu sein und altmodisches Kinder zu stillen und dass viele Kinder sowieso nur die Frauen kriegen, die nichts im Kopf haben, weil eine Frau, die was im Kopf hat, die will sich selber verwirklichen. Diese Diskussion, Achi, die habe ich damals mit einer Lehrerin gehabt. Glaubst du mir das? Achi, da bin ich, glaube ich, gerade Muslim geworden. Da war ich noch kein Jahr Muslim. Ich glaube, das war im Oktober 2001 gewesen. Ich bin in der Anfangszeit meines Islam. Ich habe 5 Mal am Tag gebetet. Aber ich bin noch draußen in Clubs und so gegangen, weil ich wusste nicht, dass das verboten ist. Ich habe gewusst, dass es verboten ist, Alkohol zu trinken, dass es verboten ist, Unzucht zu begehen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es verboten ist, auch der Weg, der dorthin führt. Ja? Und da habe ich mich mit einer unterhalten. Achi, guck mal, die war... Ich glaube, 30 Jahre alt damals, also etwas älter als ich zur damaligen Zeit, das war ja 2001, also vor 10 Jahren, da war ich 23. Und da habe ich zu ihr gesagt, dass ich mal eine Frau heiraten will, die 5 bis 10 Kinder haben will, etc. Da meinte sie zu mir, ja, wenn man so eine Frau heiratet, dann will man ja jemanden heiraten, dann muss man jemanden heiraten, der nichts im Kopf hat, weil jemand, der was im Kopf hat, der will sich ja selbst verwirklichen. Da war ich total sauer. Habe ich gesagt, ja, das ist diese kranke Einstellung in dieser Gesellschaft, habe ich gesagt. Dass eine Frau, die Kinder hat, nichts im Kopf hat. Und deswegen geht das auch hier so den Bach runter. Und weißt du, die Frau, was die mir gesagt hat, die war 30 Jahre alt, hat ein Kind gehabt
und ist seit 10 Jahren mit ihrem Tünnes zusammen, ja? Mit ihrem Typen zusammen. Was ist? Ich habe das nicht verstanden, was du sagst. Tünnes. Tünnes ist Tünnes und Cher. Kennst du Tünnes und Cher? Das sind so zwei Witzfiguren aus Köln. Der Tünnes, der ist ein bisschen blöd und der Cher, der sieht nichts. Bist du Cher oder was? Das sagt man in Köln, weißt du? Hier. Cher. Cher ist, wenn einer nichts sieht, wenn einer zu blind ist, verstehst du? Tünnes und Cher. Pass auf. Mit ihrem Typen ist die seit 10 Jahren zusammen. Weißt du, die habe ich gesagt, ja, warum heiratet ihr nicht? Weil ich war damals natürlich schon Muslim auf dem Moraltrip. Man muss heiraten und so weiter. Weißt du, die zu mir gesagt hat, ja, vielleicht, nee, ich will jetzt nicht heiraten. Vielleicht finde ich ja mal jemanden, der mir besser gefällt. Ach, seit 10 Jahren mit dem zusammen, alleine mit der Freundin in die Disco am Gehen. Ein Kind mit dem, aber vielleicht findest du mal jemanden, der ihr besser gefällt. Da sagst du nur, und wenn du dann sagst, hier in dieser Gesellschaft gibt es schwere psychologische Schädigungen und Probleme, dann sagen die, du bist ein Hassprediger. Verstehst du? Kritik ist nicht erwünscht. Ja, das ist das Problem. So, aber das ist das. Das heißt, das wird der Frau eingeredet. Deswegen, Brüder, deswegen, das muss man kapieren. Deswegen immer die Frau, immer die Frau, immer dieses Gelaber, was du eben gesagt hast. Deswegen wird immer die Frau angesprochen. Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau. Bruder, das ist eine psychologische Sache. Wenn du jemand etwas immer wieder sagst, der glaubt das am Ende. Deswegen, Bruder, siehst du ja in den arabischen Ländern, wie viele Frauen, weil diese Medienpropaganda, die haben auch in vielen arabischen Ländern die Medien in der Hand. Ja? Du siehst ja jetzt zum Beispiel diese ganzen Lügen, die erzählt werden in Ägypten, die Salafiten haben dieses gemacht, jenes gemacht. Genau dasselbe. Ja? Die Salafiten haben angeblich die Gräber geschändet, die Salafiten haben angeblich die Christen angegriffen. Alles Lügen. Verstehst du? Alles Lügen, weil es ist, Bruder, es geht darum. Die haben gemerkt, die können den Islam nicht angreifen. Das ist jetzt ein Schritt Nummer zwei. Weil die merken, wenn sie den Islam angreifen, kommen alle Muslime. Also was machen die? Die machen die Taktik vom schwarzen, weißen und roten Bullen und dem Löwen. Der Löwe geht erstmal zum schwarzen und weißen Bullen und sagt, hey Leute, der rote Bulle, der ist schlecht, der muss weg. Aber ihr zwei, ihr seid meine Freunde, ihr seid cool, ihr seid okay. Weißt du? Und frisst er den roten Bullen, dann kommt er zum weißen und sagt, weißer Bulle, du bist mein Freund, mein Verbündeter, aber der schwarze Bulle, der ist schlecht. Frisst den schwarzen Bullen, dann kommt er als nächstes zum weißen Bullen und sagt, heute bist du dran. Ich bin schon gefressen worden am Tag, wo der rote. Genauso ist das hier. Achi, Allah sagt im Koran, Sure 2, Vers 120, Len tarra antil Yahude wa len nasara hetata tabia milete, um die Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Gibt es eine klarere Aussage als diese? So, aber das Problem ist, die Leute heute, ach, es ist wirklich zum Heulen, die versuchen sich immer in ein positives Licht, die merken gar nicht, was hier ist. Bruder, die haben gemerkt, die sind zu schwach, eine Gruppe rauszusuchen, die den ganzen Islam zu schnappen. Also haben die jetzt eine kleinere Gruppe sich zur Brust genommen, um die auszuradieren. Ja? So, und jetzt kommt es mit der Frau, diese allgemeine Sache mit der Frau. Ja, die Frau. Jetzt wird den Frauen eingeredet in den arabischen Ländern, dass die ja so unterdrückt sind. Das glauben die selber. Weil die den Westen nicht kennen. Die schauen sich nur das Fernsehen an. Pamela Anderson, boah, guck mal, Baywatch, mit David Hasselhoff ist sie da. Verstehst du, was ich meine? Da denken die, boah, super. Glaub es mir, Bruder, du bist in Marokko im McDonald's. Da sitzen die Leute im McDonald's und die sind ganz stolz, dass sie im McDonald's sitzen, weil das ja ein amerikanisches Restaurant ist. Ach, so hat sich diese Kultur ihre Krallen ausgefahren, verstehst du? Und dann kriegen die selber Minderwertigkeitskomplexe, kommen dann nach Deutschland, sehen hier, dass die Straße so schön geordnet ist, ja, und alles so schön sauber ist, ist ja auch gut, ist eine gute Sache. Ja, dann sagen die, boah, ja, vielleicht ist irgendwas an uns falsch. Nee, ist nichts an deiner Religion falsch, an dir ist was falsch. Weil du nämlich gestern noch den Müll so aus dem Auto rausgeschmissen hast. Oder hat der Islam gesagt, schmeiß den Müll einfach auf die Straße. Du musst mal in manche Länder gehen, manche islamischen Länder. Sieht aus, achi, wie auf der Müllhalde. Aber warum? Weil keinem was interessiert. Dose Cola getrunken. Da schmeißt er die auf die Straße. Das ist das. So, das ist der Punkt. Das heißt, damit die Frauen weniger Kinder kriegen. Und dann versucht man den Leuten einzureden.
Und das Problem ist, Bruder, und das ist immer so gewesen. Guck mal, was haben sie beim Propheten versucht zu machen? Was war das? Kompromiss. Kompromiss, komm, nimm ein bisschen weg. Lass ein bisschen weg. Was hat der Prophet gemacht? Nein, die Botschaft ist so und wir gehen weiter geradeaus. Dann nochmal dahin gegangen. Ja, komm, wir geben dir dieses und wir geben dir jenes und wir geben dir jenes. Aber du musst ein bisschen dich verändern. Hör einfach auf damit. So, heutzutage genau dasselbe. Mach keine Dawa, wir lassen dich in Ruhe. Dann kannst du danach eine große Moschee bauen. So. Und dann sagen die sich, da kommt der Scheitan, weißt du? Da sagt der Scheitan, hey, ist doch eigentlich eine gute Idee. Hör mal, baust du erstmal eine große Moschee, ja, und danach, nach 100 Jahren, oder sagen wir lieber nach 10 Jahren, da können wir vielleicht was erreichen. Allah hat aber nie zu dir gesagt, bau eine große Moschee. Der hat zu dir gesagt, du sollst die Botschaft überbringen. Verstehst du? Das ist diese Sache. Und Subhanallah, habt ihr einen deutschen Koran hier? Habt ihr einen deutschen Koran hier? Hol mal bitte kurz, da zeige ich dir nachher was Schönes. Verstehst du? Und das ist diese ganze Taktik, die man einfach kapieren muss. So, das zweite Ziel ist erstmal die Frauen. Das zweite Ziel ist, den Islam einfach zu einem Islam machen, der kein Islam ist. Was heißt das? Das heißt, und das ist das, was ich eben sagen wollte, die wollen dieses Verständnis der Frau wegnehmen, indem sie einreden, nee, Islam ist gar nicht so. Hier, gib mir bitte dieses eine Buch, was ich da habe. Dieses, was ich zerrissen habe, da so halb. Ja, aber da war ein Bild drauf, also das habe ich weggenommen. Pass auf. Guck mal. Das ist ganz raffiniert hier. Pass auf. Die fängt an erstmal, guck mal, die kommt erstmal auf der ersten Seite. Guck mal, den Islam mit Islam widerlegen sozusagen. Guck mal, die erste Seite, guck mal, das erste, das ist eine psychologische Wirkung. Nach dem Vorwort, ja. Nee, warte kurz. Ich schwöre hier. Die kommt hier tatsächlich, eine türkische Autorin, mit Koranversen, wo steht, guck mal im Koran, da steht 40 Mal, man soll den Verstand einschalten und im Koran steht so und so, ja, und man soll ja nachdenken und so weiter und so fort. So was sagen wir dazu? Erstmal, was will sie damit erreichen? Was will sie damit erreichen? Sie will damit sagen, guck mal, das steht zwar drin im Koran, aber wir müssen den Verstand einschalten, das kann man heute nicht mehr so verstehen. Das heißt, der Islam wird im Namen des Islam kaputt gemacht. Verstehst du, das ist das Ziel, weil damit kannst du die Muslime am besten kaputt machen. Wenn der Feind in deinem Haus drin ist, der Feind in deinem Haus ist gefährlicher als der Feind außerhalb deines Hauses. Weil der Feind, der außerhalb von deinem Haus ist, der beschmeißt das Haus. Der andere ist schon drin. Aber das heißt, wenn du von innen kommst und erzählst den hier, guck mal, das können wir doch heute anders verstehen. So, und dann werden immer die den Islam, und dann braucht man eine Taktik, um das denen plausibel zu machen, dass man nicht auf die hören soll, die den Islam richtig praktizieren. Ja? Dann erzählen sie, ja, die erzählen das nur, dass die Frau sich bedecken soll, um Macht zu gewinnen. Um Macht zu gewinnen. Ja, welche Macht habe ich denn davon, wenn eine Frau ein Kopftuch anzieht? Kannst du mir sagen, welche Macht ich dadurch habe? Das ist völliger Blödsinn. Aber Bruder, das fressen die Leute, weil das, guck mal, das ist wie schon, ist einfach so. Wie schon Josef Goebbels gesagt hat. Ja? Der hat, und das ist die Taktik, und die haben die von Gustav Le Bon, Massenpsychologie, immer nur Behauptungen aufstellen. Behauptungen. Und das von überall, immer weiter den Leuten einreden, irgendwann glauben sie es. Genauso wie damals. Immer weiter erzählt, die Juden sind gefährlich. Jetzt versuchen die den Frauen einzureden. Hier, die Männer, die wollen das nur für ihre Zwecke. Die haben zu ihren Zwecken den Koran interpretiert. Ja, wenn ich zu meinen Zwecken den Koran interpretieren würde, warum soll ich dann den Koran interpretieren, dass
die Frau sich in ihr Kap erkleidet oder Kopftuch. Wofür? Dann würde ich interpretieren, die sollen nackig über die Straße laufen. Da habe ich doch mehr von meinen Gelüsten. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, nee, wegen ihren Frauen, wegen der Eifersucht. Was für ein Quatsch. Ach, hier in Deutschland, alle sind stolz. Aber guck mal meine Frau, wie die aussieht. Ist doch so. Verstehst du, das ist völliger Blödsinn. Dann hier, guck mal, was die jetzt... Ja, Aufstand der Kopftuchmädchen ist allen Muslimen und Muslimen gewidmet, die es satt haben, sich von den Ewiggestrigen, das sind so pauschale Schlagwörter, die Ewiggestrigen, verstehst du? Das ist ein Negative, damit assoziiert man sofort etwas Negativ, die Ewiggestrigen, wir müssen ja fortgeschritten sein. Die es satt haben, sich von den Ewiggestrigen den Islam erklären zu lassen und sich nach einem modernen Islam im Hier und Heute sehnen. Was meint ihr mit modernem Islam hier heute? FKK-Islam. Ja, kann man schön nackig Volleyball spielen gehen, verstehst du? Das ist da. Hier. Es ist weiterhin jene interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht durch eine demagogische Polemik abschrecken lassen und einen Einblick bekommen möchten in einen Islam ohne Kopftuch, Zwangsheirat und Ehrenmord. Guck mal, jetzt versucht sie, Zwangsheirat und Ehrenmord, guck mal, wie hinterhältig, mit Kopftuch in ein Boot reinzusetzen. Guck mal. Etwas, was überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat und was gerade von Leuten praktiziert wird, die den Islam nicht praktizieren, versucht sie damit in ein Boot reinzubringen. Dann hier. Alles, was schön ist, Liebe, Tanz und Lust, wird von den Konservativen zur Fitna erklärt. Guck mal, wie krank das ist hier. Alles, was über die eng gesteckten Grenzen ihrer selbst erfundenen Regelkataloge geht. Verstehst du? Das heißt, hier, du darfst nicht mit Männer und Frau allein in einem Ort sein. Kopftuch tragen, zusammen, Fitna und so weiter, diese ganzen Sachen. Das ist jetzt unser selbst erfundener Regelkatalog. Was heißt das? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das heißt Kopftuch und so, das ist ja gar nicht Islam. Das heißt, das ist die Methode. So, und wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass man die Muslime davon wegbringt, den Islam zu verstehen? Wie funktioniert das, Leute? Erstmal, indem man überall solche Bücher veröffentlicht mit teilweise demselben Inhalt. Ich kann ja noch ganz andere Zitate bringen, Bruder, da fällst du vom Hocker. Aber ich werde das nochmal richtig durchgehen hier. Ne? So, was ist das Ziel? Warum? Überleg mal. Wie wollen die es machen? Erstmal, wie gesagt, solche Bücher, Fernsehsendungen und dann sogar in die Moscheen reinkommen. Und die Moscheen, guck mal, die sind so, manche Leute sind leider so doof, das muss ich leider sagen. Manche, nicht das jetzt. Weil immer wenn ich sowas sage, fühlen sich manche angesprochen. Verstehst du? So. Aber wieso sagst du solche Wörter? Doof. Ja, weil macht doof. Man das? Ja, Allah sagt zum Beispiel im Koran, zweite Seite, sagt er, dass diese Leute Sufaha sind. Sufaha? Was ist das Sufaha? Das ist jemand, der töricht ist. Töricht ist ein anderes Wort für doof. Doof ist keine Fäkalsprache. Ja. Der sagt an anderer Stelle, die haben keinen Verstand. Genau dasselbe in Grün. Doof ist keine Fäkalsprache, ist kein obszönes oder vulgäres Wort. Ja? Zweite Seite, was du sagst? Zweite Seite im Koran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. Das heißt, Allah sagt dort, in dieser Sure sagt er, und wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt, wie die Leute glauben, dann sagen die, sollen wir glauben, so wie die Törichten glauben, dann sagt Allah, dabei sind sie die Törichten, das heißt, sind sie die Dummen, aber sie verstehen es nicht, hier. Aber sie wissen es nicht, Entschuldigung. Walakin la ya'lamun. Sie sind die Toren. So. Das ist der Punkt, verstehst du? So, und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, verstehst du? Die denken, die Dauer von ihnen wäre erfolgreich, wenn sich danach alle freuen. Verstehst du? Wenn danach Trude und Hildegard und Hannelore und Hans-Peter und Werner und keine Ahnung wer, wenn die aus der Moschee rausgehen und sagen, ach, das fanden wir aber heute alles ganz schön. So. Da denken die, die haben ihre Pflicht gemacht. Da denken die, das ist das Zeichen, dass die Dauer richtig war. Ich sage nur, der Prophet, als der nach Ta'if gegangen ist, was haben die mit dem gemacht? Die haben den mit Steinen beschmissen.
Es wird gesagt, er war 10 Tage dort. Heißt das, dem seine Dauer war falsch gewesen? Laut dieser Theorie müsste die ja falsch gewesen sein. Nein, deine Dauer ist richtig, wenn du die Botschaft rüberbringst. Selbst wenn kein Einziger den Islam annimmt, selbst wenn sie dich danach verbrennen auf dem Scheiterhaufen, so, dann hast du die Botschaft richtig gebracht, dann hast du Dawa gemacht. Aber wenn du Kaffeekränzchen machst, du kannst auch Kaffeekränzchen geben, und die Leute finden dich danach gut, weil du ihnen gezeigt hast, einen Islam gezeigt hast, der eigentlich kein Islam ist, dann hast du einen Fehler gemacht. Und das ist das Problem. So wird ein langsam, aber sicher immer weiter die Religion aus der eigenen Tasche gefingert. Aber ist das nicht ein bisschen provokant, wenn man so direkt macht? Direkt mit der Hölle warnen und so weiter? Gute Frage. Er fragt, ob das nicht provokant ist, ja? Wenn man direkt mit der Hölle kommt. Erstmal fragen wir hier, was heißt provokant? Was heißt provozieren? Was heißt das? Verstehst du, aber das ist nämlich auch das Problem. Einige Leute, die sind der deutschen Sprache gar nicht mächtig und die kommen dann mit provokant. Was heißt das? Ja, ist provokant. Provokant heißt, ja, das heißt eine Reaktion herausfordern. Eine Reaktion herausfordern heißt provokant. So, jetzt frage ich dir was. Wenn Frau Merkel sagt, sie ist die Bundeskanzlerin, oder sie glaubt, sie ist die Bundeskanzlerin, oder sie glaubt, sie ist die beste Frau, und ich gehe zu ihr hin und sage, sie bist du gar nicht. Ist das provokant? Ehrlich? Ja, weil die muss irgendwas sagen. So. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 20 zu Moses, er soll zu Pharaon gehen. Er sagt zu ihm, ja, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, sagt zu ihm ein sanftes Wort. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, dass er bedenkt oder sich fürchtet. Die meisten lesen nur bis sanftes Wort. Bedenken und fürchten, das wird schon ausgestrichen, weil das passt nicht mehr in die eigenen Gelüste. Du musst mal gucken, wie oft du das hörst, ja, wie oft du das hörst, dass Leute erzählen, ja, und das ist das Problem, das ist ein Zeichen vom Irregehen. Ja, natürlich sage ich jetzt nicht, hier geht einer in die Irre, aber versteht ihr, das ist die falsche Herangehensweise. Immer etwas vom Koran nehmen und das andere lassen. So sind die Gruppen in die Irre gegangen. Ja, die lesen es hier. Guck mal, Allah hat sogar zu Moses gesagt, er war so ein Tyrann gewesen. Und er hat von sich selber gesagt, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer größter Herr. Er hat zu ihm gesagt, gehe zu ihm und sage zu ihm ein sanftes Wort. Wie ist das dann erst, wenn wir heute mit jemandem reden über den Islam? Moment, Kollege, der hat nicht nur gesagt, sage ein sanftes Wort. Der hat gesagt, sage ein sanftes Wort, damit er bedenkt und sich fürchtet. Der sich fürchtet? Lies mal weiter, was ist danach passiert? Dann sagt Musa, Rabbana innana khafu ayyafruta alayna wa yatra. Die haben dann gesagt, Kalu, also der und Harun haben gesagt, oh mein Herr, Kala, die sagen, oh mein Herr, wir haben Angst, ja, dass er uns gegen uns übertritt. Ja, warte, ich gucke kurz, dass ich euch auch den Vers sagen kann, damit man das nachschlagen kann. So, warte einen Moment. Ich hab's hier. Hier ist es, pass auf. Hier, das fängt bei Sure 20, Vers 43 an. Geht sofort an, denn er lehnt sich auf. Und sie redet mit ihnen sanften Worten, auf dass er bedenken und sich fürchten möge. Sie sagten, unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Warum soll er übereilig vorgehen oder das Maß überschreiten, wenn sie ein sanftes Wort sagen? Guck mal, dieser Vers ist ganz wichtig. Guck mal, heutzutage die Leute sagen zu dir, sei lieber leise, ansonsten kriegst du vielleicht Probleme. Sei lieber leise, ansonsten kriegst du vielleicht Probleme. Guck mal hier. Was hat Musa und Pharaon gesagt? Musa und Harun gesagt? Was sagen die? Ne? Die sagen hier: Qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna wa yatra. Genau dasselbe. Vielleicht passiert uns was, wenn wir das machen. So, jetzt was sagt Allah? قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Ich höre und sehe. Das heißt,
Denk nicht darüber nach, dir kann hier was passieren, da was passieren. Wenn du die Botschaft bringst, Allah ist mit dir. Was sagt er zum Propheten a.s.? Ja, ayyu Rasul, belligh ma unzila alayka min rabbik, fa in lam taf'al fa ma balaghta risalatahu, wallahu ya'simuka min an-nas. O Gesandter, verkünde das, was von Allah zu dir herabgekommen ist, und wenn du es nicht tust, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Ach, hier. Ist egal, was danach passiert. Aber heute, der Satan kommt immer, Hikmah, Hikmah, muss Hikmah haben. Bruder, Hikmah ist die Botschaft zu überbringen. Aber Bruder, das Problem ist, das ist eine Akida. Das ist, Bruder, der Scheitan hat das in den arabischen Ländern vor allen Dingen, nicht in den arabischen, in den islamischen Ländern, so verbreitet, dass das so gut wie überall die Meinung ist, die vorherrscht. Hikmah, Hikmah. Achi, Ibn Taymiyyah, weißt du, wie lange der im Gefängnis war? Doch der Theorie, der hätte doch nie ins Gefängnis kommen müssen. Normalerweise, Mensch, Ibn Taymiyyah, warum hast du nicht den Mund gehalten? Jetzt bist du im Gefängnis gelandet. Aber Achi, Allah wollte, dass Jahrhunderte danach jemand seine Bücher ausgräbt und seine Dauer an Gewicht gewinnt. Du weißt nie, von wo Allah kommt. Du weißt ja nie, von wo Allah kommt. Jetzt pass auf. Es geht weiter. Jetzt guck mal. Jetzt sagt Allah denen, was sie zu ihm sagen sollen. Jetzt sagt Allah zu denen, was sie zu ihm sagen sollen. Jetzt guck mal. Provokation. Die gehen zu ihm. Fatiyahu faqul lahu inna rasul rabbik. Gehe zu ihm. Und sage zu ihm, geh zu ihm und sag zu ihm, wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn. Bumm, direkt die erste Bombe. Das ist derjenige, der sagt, ich bin der größte Herr. Die gehen da ganz cool hin und sagen, wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn. Boah, mit vollem Selbstbewusstsein. Und jetzt als nächstes, Bruder, das ist der, Bruder, du musst dir vorstellen, das ist nicht Frau Merkel. Das ist der Pharao, Achi, das ist ein richtiger Jabbar, richtiger Tyrann. So sende mit uns die Kinder Israels. Befehlsform. Brüder, ein bisschen Hikmah, guck mal, ihr könnt doch nicht so mit dem reden. So sende mit uns die Kinder Israels. Wala tu'adhibhum. Hier, dritter Befehl. Und bestrafe sie nicht. Wir sind schon zu dir gekommen mit Zeichen. Und wassalamu ala man ittaba al-huda. Und Friede ist mit dem, der der Rechtleitung folgt. Das heißt, wenn du der Rechtleitung nicht folgst, bist du weg vom Fenster, Kollege. Verstehst du? Ich bringe das jetzt auf unsere Umgangssprache, damit wir verstehen, was. Wenn du der Rechtleitung nicht folgst, Pharaon, hast du keinen Frieden, dann wirst du vernichtet. Sollen wir dir das nochmal genau erklären? Kat inna kat uhiya ilayna. Uns ist offenbart worden, dass die Strafe derjenige kriegt, der sich abwendet und die Botschaft der Lüge zeigt. Was ist das für eine Provokation? Was wird das für eine, was heißt Provokation? Provokation heißt eine Reaktion herausfordern. Natürlich fordert das eine Reaktion heraus. Natürlich, das siehst du auf den nächsten Seiten, natürlich. Dadurch im Endeffekt ist der Pharao am Ende auch, verstehst du, aber du musst die Botschaft rüberbringen. Allah hat nicht zu dir gesagt, ja, vielleicht machen wir es anders. Sondern mach das, was Allah dir gesagt hat. Was hat Allah uns hier in diesem Land gesagt? Der hat gesagt, bring die Botschaft rüber, Punkt. Das heißt, wenn du mehrere Millionen Menschen auf einen Schlag sagen kannst, wenn sie islamisch annehmen, gehen sie in die Hölle, Alhamdulillah. Alhamdulillah, du musst die Botschaft rüberbringen. So wie du es kannst. Ja? Und deswegen, Brüder, das ist nur ein kleiner Punkt, den ich mit erwähnen wollte. Wir sind eigentlich jetzt gerade darauf gekommen, damit man sieht, soll nicht jeder in der Dawa mitlabern? Mach mit oder halt die Klappe. Ganz einfach. So, wenn du eine Frage hast an uns, ist berechtigt. Wenn du zum Beispiel Einwände hast, natürlich, wir können es auch verkalkulieren. Wir haben eine Kalkulation. Glaub es mir. Achi, Leute, jeder, der mit mir redet, ja, der sagt, der Abu Hamza hat
voll den Durchblick von der ganzen Aktie, von der ganzen Sache. Alles, was er erzählt, ist total logisch. So. Aber für einen Außenstehenden ist er vielleicht erstmal nicht nachvollziehbar. Weil der hört von hier was, der hört von da was. Und natürlich, ich kann mich auch verkalkulieren. Nur bei den anderen Leuten sehe ich gar keine Kalkulation. Wenn mir jemand sagt, nach 40 Jahren Scheitern der Dauer, nach 80% Justizvollzugsanstalten oder nachdem 80% oder nachdem die Justizvollzugsanstalten zu 80% mit jugendlichen Türken und Arabern und so weiter voll sind, ja, nachdem so viele Menschen vom Islam abgefallen sind, ja, nachdem so viele Deutsche gestorben sind und die keiner zum Islam eingeladen hat, wenn mir dann jemand erzählt, man soll diesen Weg folgen, der soll mir mal erklären, was das für einen Sinn ergeben soll. Der soll mir mal erzählen, wenn mir einer erzählen will, wir sollen lieber ein bisschen langsamer machen, ein bisschen Dings machen. Also ich sehe ganz klar, dass diese Methode die Leute in die Hölle geführt hat. Oder wer hat meinem Onkel was vom Islam erzählt? Wer hat ihm was vom Islam erzählt? Guck dir mal an, die jugendlichen Muslime. Warum sind die so gewalttätig? Warum? Weil die gar nicht wissen, wie sie sich wehren sollen. Der Islam wird beleidigt, die haben kein Selbstbewusstsein in ihrer Sache, die wissen gar nicht, wie sie sich wehren sollen. Schlagen sie einfach drauf. Wir haben denen beigebracht, wie sie sich, Alhamdulillah, mit der Lauten Salas, wie sie sich überhaupt verteidigen können. Jetzt kommst du zu mir und erzählst mir, das, was ihr macht, ist falsch. Das kommt nicht gut an bei den Leuten. Hast du dir mal... Verstehst du? Guck mal, Leute, ich will dir eins sagen. Bruder, warum erzähle ich euch das? Es geht mir hier nicht darum, mich zu verteidigen. Glaubt es mir. Wer mich kennt, der weiß, ach, ich bin der Erste, der etwas annimmt, wenn man mir dafür einen richtigen Beweis bringt. Ich habe auch schon oft gesagt, ich habe eine Perspektive falsch gesehen. Verstehst du? Weil es ist so. Ich kann mich verkalkulieren, aber ich sehe bei anderen Leuten gar keine Kalkulation. Es wird einfach nur gelabert. Nein, lieber nicht so, lieber nicht so, lieber nicht so. Ja, in Afrika und so weiter, in Afrika. Ach, erstens leben wir nicht in Afrika. Zweitens in Afrika, die Dawa hat versagt. Vor 100 Jahren waren 2/3 Muslime und 1/3 Christen ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen. Heute gibt es mehr Christen als Muslime. Jetzt willst du mir Afrika als gutes Beispiel der Dawa bringen? Man soll lieber ein bisschen langsamer. Ich sehe in der Weltgeschichte nur Leute, denen ihre Dauer nach vorne gekommen ist, die in der Mitte durchgeschnitten worden sind, die vielleicht exekutiert worden sind, aber denen ihre Bücher nachher rausgekommen sind. Bruder, das ist so. Dieser Weg ist ein steiniger Weg. Wer das nicht kapiert hat, der soll sich mal fragen, welchen Koran er gelesen hat. Der soll sich mal fragen, welche Sunna er gelesen hat. Der soll sich mal fragen, welche Sira er gelesen hat. Aber das ist heutzutage auch das Ergebnis von 40 Jahren Versteckenspielen. Ach, überleg mal. Der Prophet a.s.w. Dem seine Folger sind umgebracht worden. Was hat der Prophet gesagt? Oder haben die Leute danach gesagt, hey, guck mal, hat der Amar ibn Yasir, ist der hingekommen und gesagt, hier, guck mal, Prophet, nur weil du so laut bist, jetzt ist meine Mutter getötet worden, Sumeya, und mein Vater Yasir ist getötet worden. Warum? Mensch, hättest du es vielleicht doch lieber nicht so gemacht. Ach, das siehst du. Oder hast du einen von den Muhajirun gesehen? Als die flüchten mussten aus Mekka, als sie ihr ganze Häuser zurücklassen mussten, ihr Geld zurücklassen mussten, ihre Familie zurücklassen mussten, ihre Heimat zurücklassen mussten, hast du einen gesehen, der in Medina gesagt hat, Prophet, guck mal, was du uns eingebrockt hast, guck mal, was wir jetzt für Probleme bekommen haben. Guck mal, jetzt sind wir hier, mein ganzes Geld ist weg, mein Haus ist weg, ich kann nicht mehr in meine Heimat fahren, wir können auch keinen Tawaf mehr machen, hättest du besser ein bisschen gemacht, dann wäre vielleicht das nicht passiert. Hast du einen einzigen das Reden gehört? Wallahi, höchstens irgendwelche Munafikun, die das erzählt haben. Ach, weil jeder Mensch zur damaligen Zeit wusste, dass mit dieser Botschaft die Probleme vorprogrammiert und garantiert sind. Nicht wahrscheinlich,
nicht wahrscheinlich, die Probleme sind vorprogrammiert und garantiert. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben gesagt, erstmal die Frauen belabern, zweitens überall irgendwelche beknackten Bücher verbreiten und Gedanken verbreiten. Und als drittes, ja, als drittes, diejenigen, die Dauer machen, aus dem Verkehr ziehen. Das wird erstmal versucht, indem man die Moscheen, die Muslime gegen sie aufhetzt und indem man ihnen den Boden entzieht, ihre Vereine verbietet. Und wenn das nichts nützt, werden weitere Schritte eingeleitet. Also schau dir mal die Geschichte an. Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Warum ist Deutschland da so vorgegangen? Weil die davon ausgegangen sind, dass in 2 Jahren sie keine Chance mehr haben werden. Dass die Franzosen dann in der Rüstung gewonnen haben werden. Ja. Warum hat Hitler damals die Sowjetunion angegriffen? Weil er Angst hatte, dass die Sowjetunion in den nächsten Jahren stärker wird. Deswegen hat er sie früher angegriffen. Und hier ist es so, sie glauben daran, dass in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten die Muslime stärker haben. So, das wollen wir nicht. Und jetzt ist es der erste Schritt. Wenn das nicht funktioniert, werden weitere Schritte eingeleitet. Und deswegen kann man nur eins sagen, hier bist du, die Zeichen, die historischen Zeichen, die man sieht, ich sage nicht, das ist geplant, sind Zeichen, dass es hier zu einem Völkermord in Europa kommen wird. Dass man sieht Zeichen davon. Ich sage nicht, das wird 100% passieren. Ich sage auch nicht, Merkel und Co. planen das. Aber das sind die Zeichen davon. Das fängt immer so an. Und Fakt ist, man will den Islam stoppen. So, und das sind jetzt die ersten Schritte, die nicht funktionieren. Das ist nur die Vorspeise. Wie gesagt, Bruder, das ist erstmal die Botschaft zu Panakolumbi. Hamdik, Ashadu, La ilaha illa, und das dafür, Gott, du belegst.